darf nun Herrn Dr. Kitschke vorstellen. Also genau gesagt, ich kann ihn nicht vorstellen, weil ich ihn nicht kenne, aber er ist unser nächster Redner und wird uns einen Vortrag halten über die Potsdamer und den Potsdamer Unternehmer und Abgeordneten des Preußischen Landtags, Ludwig von Jakob. Ich falle, glaube ich, in mehrfacher Hinsicht heute aus dem Rahmen. Ich habe keinen Doktortitel und bin damit wohl der Einzige, der hier etwas sagt heute, der keinen solchen hat. Und es geht auch um ein nicht medizinisches Thema. Aber wir haben ja gehört, wie vielseitig Virchow war. Und er war eben unter anderem auch Politiker. Ich habe die Ehre gehabt, vor 5 Jahren beim letzten Symposium zum 70. schon mal eingeladen worden zu sein. Da ging es darum, dass ich eine Monographie über den Architekten Ludwig Ferdinand Hesse herausgebracht habe. Und kurz vorher hatte Herr Professor André einen Vortrag von mir in der Akademie der Künste in Berlin besucht und hat sich kindisch gefreut, kann ich sagen, dass darin tatsächlich Virchow vorkam. Denn dieser Architekt Hesse war der Onkel von Rudolf Virchow. Und als er in Berlin zu studieren anfing, hat er seinen Onkel häufig besucht. Und die Briefe, die er an seine Eltern schrieb, hat ja Herr Professor André ediert. Und dadurch habe ich dann auch mehr über Hesse erfahren. Ein bisschen was konnte noch in das Buch einfließen. Und dann gab es eben diesen Vortrag, leider nicht hier in dem Hause, das von Hesse erbaut worden ist, von dessen Gestaltung hier noch so eine Ecke erhalten ist. Hesse war also Meister der Innenraumgestaltung und wenn Sie mal wieder in Potsdam vorbeischauen, empfehle ich Ihnen die von Hesse gestalteten Räume des Marmorpalais, der Seitenflügel des Marmorpalais, die erst im 19. Jahrhundert ausgebaut wurden, mal näher zu betrachten. So, mein heutiges Thema ist also Ludwig von Jakobs. Ein Widersacher Virchows im Parlament mit Fragezeichen dahinter. Anlass für meinen kleinen Beitrag ist ein kurzes Zitat, das Professor André in seinem Briefwechsel zwischen dem Sanskritforscher Theodor Goldstücker und Virchow aus den Jahren 1848 bis 1878 wiedergibt. Darin taucht ein Name auf, der mir im Zusammenhang mit Forschung über den Schickel-Schüler Ludwig Persius mehrfach begegnet ist, nämlich der Name des Potsdamer Zuckerfabrikanten Ludwig von Jakobs. Die betreffende Briefpassage Goldstückers an Virchow lautet, eben von 1849, eben erzählt mir mein Wirt, dass hier von Pato und der Zuckersiedereibesitzer Jakobs gewählt sind. Die Schreckensbotschaft treibt mich aus. Denn kommen die wirklich in die Kammer, so bohren sie sich Löcher in die Wand, um noch rechter als rechts zu sitzen. Leider habe ich also zwar von Herrn von Pato ein Bildchen gefunden, aber nicht von Herrn Jakobs. So müssen wir mit seiner Zuckerfabrik also Vorlieb nehmen. War die Skepsis Goldstückers, die sich in diesen drastischen Worten zeigt, gerechtfertigt. Einer der beiden hier erwähnten Abgeordneten ist hinlänglich bekannt, Robert von Pato. Über ihn lässt sich zumindest sagen, dass er seine anfangs antidemokratische Haltung nicht durchhielt. Und wie sieht es mit dem Zuckersiedereibesitzer aus? Vorausgeschickt sei, dass es mir nicht gelungen ist, ein unmittelbares Zusammentreffen oder gar Wortgefecht Virchows mit Jakobs im Parlament nachzuweisen. Doch liegt es auf der Hand, dass sie sich gekannt haben. Ein kleiner Exkurs sei mir gestattet. Robert von Pato
Er war seit 1845 als türkischer geheimer Legationsrat und Ministerialrat im Außenministerium tätig. Als solcher stand er 1846 als Präsident der Zollvereinskonferenz vor, regte 1847 eine landesübergreifende deutsche Wechselordnung an und leitete die hierzu einberufene Konferenz in Leipzig. Während der Märzrevolution neigte er sich dem liberal-konservativen Lager zu und wurde am 17. April 1848 zum Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten berufen. Mit seiner Denkschrift vom 23. Mai und dem Patroschen Promemoria, vom 10. Juli 1848 regte er eine umfassende Agrarreform an. An seine eigentlichen Aufgaben wurde er an diesen Tagen übrigens je erinnert. Zitat: Am 30. Mai stürmten viele Hunderte von Arbeitslosen mit Gewalt das Haus Pathos auf dem Wilhelmplatz und verlangten von ihm als dem zuständigen Minister Arbeit. Die Skandalszenen währten mehrere Stunden. Pato besaß die Schwäche, die Sturmpetenten, also die Bittsteller, einzeln mit 8 Groschenstücken abzufinden. Seiner Verabschiedung vom 25. Juli folgte bereits am 24. Juli 1848 die Berufung zum kommissarischen Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg. Zitat: Er hatte wohl das Gefühl, dass er mit seinen gesetzgeberischen Vorschlägen zu weit vorgegangen war, und als ihm im November 1848 bei der Ernennung des Ministeriums Brandenburg wieder das Handelsministerium angeboten wurde, fühlte er sich doch veranlasst abzulehnen. Zu Ludwig Gerlach äußerte, er hätte sich zu sehr bei der Ritterschaft verhasst gemacht. Auch sonst zog er mildere Seiten auf, und so wurde er im Februar 1849 von Potsdam als Kandidat der konservativen Partei zum Abgeordneten der Zweiten Kammer gewählt und nahm hier eine scharfe Kampfstellung gegen die demokratische Linke ein. Unter anderem opponierte er mit Bismarck zusammen gegen Lothar Wucher. Als die Kammer im Juli aufgelöst wurde, entdeckte er abermals sein liberales Herz und schloss sich der Opposition an. So geht das also immer weiter. Und sein Abstimmungsverhalten, das also, wie man merkt, wechselte, brachte ihn schließlich in offenen Gegensatz zu König Friedrich Wilhelm IV. Während eines Festessens aus Anlass des 900-jährigen Bestehens des Bistums Brandenburg 1849 am 1. Oktober rügte dieser den Oberpräsidenten öffentlich mit den Worten: Stehen Sie rechts, so stimmen Sie rechts. Stehen Sie links, so stimmen Sie ins Teufels Namen links. Von meinen Dienern aber verlange ich, dass sie zu mir stehen. Verstanden? Dergestalt empfiehlt, reichte Robert von Pato am folgenden Tag seinen Abschied ein, dem nach mehreren Umstimmungsversuchen durch den König am 14. Dezember stattgegeben wurde. Ich glaube, ich überspringe mal jetzt ein bisschen den Herrn von Pato. Von dem wird also auch noch gesagt, dass er sich dann sehr wohltätigen Einrichtungen widmete und damit auch in Konkurrenz zu Königin, damals noch Königin, später Kaiserin Augusta, sehr in die Nähe begab. Und ich denke, ich fange jetzt doch lieber mit Herrn von Jacobs an. Also Goldstücker erwähnt diesen Potsdamer Bürger, der war langjährig Stadtverordneter und Zuckerfabrikant. Dazu nutze ich vor allem den Beitrag des Historikers Dr. Gebhard Falk, der im Jahrbuch für Brandenburgische Landesgeschichte 2006 erschienen ist. Und der hat mir das auch erlaubt, den kenne ich gut. Ludwig Friedrich Otto Jacobs wurde am 6. Dezember 1794 in Alt-Rodan bei Neustadt-Dosse als erster Sohn des dortigen Gutspächters geboren, und er ist dann sehr bald nach Potsdam gegangen. Es ist noch nicht richtig erforscht, wie er zu Geld gekommen ist in der Zwischenzeit.
Jedenfalls wissen wir, dass er im Alter von 31 Jahren am 1. Mai 1825 in Potsdam die Ehe mit der 12 Jahre jüngeren Tochter eines königlichen Amtsrats aus Staßfurt, eine Auguste Bennicke, die Ehe schloss. Mit dem Kauf des Grundstücks Blücherplatz 3 erwarb er im darauffolgenden Jahr das Potsdamer Bürgerrecht und leistete am 27. Juni 1826 vor Oberbürgermeister St. Paul, den wir hier sehen, den Bürgereid. Der Grundbucheintrag über die Kaufsumme von 8.000 Talern erfolgte 1826 am 21.07. Nun war er also vollwertiger Potsdamer Bürger. Und schon ein Jahr später war er im Stadtparlament anwesend. Ebenso bedeutend war der Zuwachs, also nicht nur der Bekanntheit, sondern auch der Zuwachs der Familie. In den folgenden beiden Jahrzehnten wurden dem Paar 11 Kinder geboren, 4 Töchter und 7 Söhne. Der Zuckerfabrikant bewohnte mit seiner großen Familie bald das ehemalige Grazsche Haus am Blücherplatz 2, das also unmittelbar neben dem zuerst erworbenen stand. Hofprediger Bernhard Rogge von der Garnisonkirche berichtet in seinen Lebenserinnerungen, Zitat, in dem Bilde der damaligen Potsdamer Geselligkeit darf das Haus des Fabrikbesitzers von Jakobs nicht unerwähnt bleiben, das in jener Zeit in der Potsdamer Gesellschaft eine hervorragende Stelle einnahm und durch seine Gastlichkeit einen Vereinigungspunkt für manche sonst getrennte Kreise bildete. Alle Künste fanden in diesem Hause, dessen Räume mit den Werken der berühmtesten Maler geschmückt waren, verständnisvolle Pflege. Also er ist ja zu der Zeit noch nicht adelig gewesen und scheint also den Adel und die Bürger, jedenfalls die etwas hochgekommenen Bürger in seinem Hause öfter versammelt zu haben. Zu dieser Gemäldesammlung, ach so, jetzt habe ich hier auf meinem Bildschirm immer schon das richtige Haus gehabt und Sie haben es noch nicht gesehen. Also das rechte Haus, das sieht schon etwas vornehmer aus. Übrigens, was dahinter so vorschaut und so turmartig aussieht, ist der Fabrikschornstein von der Zuckerfabrik. Zu der Sammlung, die eben erwähnt wurde, die also auch offenbar einem großen Kreis der Potsdamer gezeigt wurde, gehört ein ganz beliebtes Werk der Historienmalerei. Sie kennen es alle, das Flötenkonzert Friedrichs des Großen von Adolf Menzel, verdankt seine Fertigstellung 1851 dem Ankaufersuchen des Zuckerfabrikanten Jakobs. Allgemein bekannt geworden ist es später, als es dann 1875 die Berliner Nationalgalerie erworben hat. Ja, jeder kennt das Bild, aber keiner weiß, dass da Jakobs irgendwie was mit zu tun hat. Jakobs war, wie der Chronist Heckel zu berichten weiß, schließlich der wohl einflussreichste Bürger von Potsdam. Sein stattliches Haus am Bücherplatz, in dem er eine gute moderne Gemäldesammlung hatte, war ein geselliger Mittelpunkt. Wir sehen hier eine Art Prozession. Das ist das einzige Foto, was ich entdecken konnte von den inzwischen 5 Häusern, die Jakobs erworben hatte. Also hier ist das erste, das barocke Wohngebäude, dann daneben die Nummer 2, dann hat er die Nummer 1 dazu gekauft, die Nummer 4, die Nummer 5 und dann hinten am Ende so ein bisschen um die Ecke rum noch die Brauerstraße 6, also so ein ganzes Areal nannte er dann sein eigen. Die erste Dampfmaschine der Stadt Potsdam stand seit 1833 in Jakobs Zuckersiederei. Es gab also schon eine vor der Stadt, nämlich beim Schloss Charlottenhof. Sie wissen ja vielleicht, der kleine Teich neben dem Schloss Charlottenhof hat den wunderschönen Namen Maschinenteich. Damals fand man Maschinen ja noch schick.
Und da stand eben die Dampfmaschine von Schinkel, also die äußere Hülle war von Schinkel. Und das war die erste in Potsdam, die zweite dann, also es lag damals noch außerhalb der Stadt. Und die zweite hatte dann also der Herr Jakobs. Dazu gab es einen riesen Schornstein, 120 Fuß hoch, also so 37,70 Meter ungefähr. Und der ist ohne Rüstung ausgeführt worden und das ist veröffentlicht worden. Das ist die Zeichnung davon. Das hat man also, indem man da innen hochgekrabbelt ist, während des Bauens, also immer weiter in die Höhe getrieben, wie der Maurer denn am Ende wieder runtergekommen ist, weiß ich nicht so richtig. Das Rohmaterial für seine Raffinerie bezog Jakobs zunächst als Halbprodukte aus den Niederlanden und ließ sie von Hamburg über die Elbe und Havel auf dem Wasserweg antransportieren. Es war ja ein Wassergrundstück, also die Rückseite lag an der Havel. Er hat sich dann in seiner politischen Arbeit natürlich auf Aufhebung von Schutzzöllen und sowas kapriziert. Dann ist der Navigation Act, die sind die Navigation Acts aufgehoben worden, 1848. Und sofort hat Jakobs dann von Hamburg aus Schiffe nach Südamerika und Ostindien geschickt, um sich weitere Vorteile zu verschaffen. Die verschachtelten Hofgebäude, in denen die Produktion stattfand, lagen unmittelbar am Altarm der Havel an der alten Fahrt gegenüber der Freundschaftsinsel. Wir haben also hier die Zuckerfabrik, hier die Heiligen Geistkirche, hier die Nikolaikirche noch ohne Kuppel in dem Zeitraum, die ist 1837 fertiggestellt worden und das davor stehende, jetzt wieder erstandene Landtagsschloss, damals nur Schloss, ist darauf auch zu sehen. Friedrich Wilhelm IV. Hat sich ja sehr für die Verschönerung der Landschaft eingesetzt und sein Architekt Persius musste dann für den Schornstein und die Fabrikgebäude etwas sich einfallen lassen, dass das ein bisschen gefälliger aussieht. Also es sollte wie so eine Burganlage wirken und das ist also die Skizze von Persius und wir werden sehen, es ist tatsächlich so ausgeführt worden. Wir sehen also hier rechts im Bild bzw. von der anderen Seite diese Anlage. Damals bedeutete ja der Qualm aus den Schornsteinen noch was Positives und deswegen wurde der auch schön mitgezeichnet. War die Lage der Produktionsstätten direkt am Wasser anfangs von Vorteil, weil die Transporte, die Anlieferung des Rohmaterials wie der Endprodukte über den Wasserweg geschah, wurde die inmitten der Innenstadt gelegene Fabrik dann doch trotz mehrerer Um- und Erweiterungsbauten im 19. Jahrhundert zusehends unrentabler. Hinzu kam, dass die Geruchs- und Rußbelästigung, das wurde mit Torf geheizt, für die Bevölkerung irgendwann unzumutbar wurde. Wir sehen hier nochmal die gesamte Anlage. Oben ist jetzt die Wasserseite zu sehen mit dem Anlegekai und darunter also die ganzen Fabrikgebäude, die sich da inzwischen darum gruppierten. Das ist wohl der Unterteil vom Schornstein, der dann da hochragte. Hier hat Herr Jakobs gewohnt. Und am Ende ist von dieser Anlage nicht mehr viel zu sehen. Hier ist der Bücherplatz, dieser dreieckige Platz, das sind die Wohnhäuser und hier hinten war die Fabrik, die ist also dann in 20er Jahren abgerissen worden und dann schließlich bei Kriegsende war so gut wie gar nichts mehr übrig. Ist trotzdem ein idyllisches Bild mit dem Angler da vorne. Ja, nun komme ich zu unternehmerischem Weitblick. Jakobs erkannte früh, dass die Eisenbahn für sein Unternehmen von großem Nutzen sein konnte. Vor dem Bau der ersten preußischen Strecke von Berlin nach Potsdam hatte er beantragt, sie über die Lutewiesen,
bei Nova Wes zu führen, an der Mittelmündung eine Brücke zu bauen, den Bahnhof dann neben der Heiligen Geistkirche zu errichten und den Packhof, der war nämlich hier, mit einer Anlegestelle zu verbinden. Das wurde dann aber doch von den anderen Stadtverordneten durchschaut. Also seine Fabrik war da unmittelbar daneben und so hätte er natürlich so einen richtig guten Nutzen bekommen. Die Bahn ist dann schließlich hier unten gelandet. Das war der Bahnhof, ursprünglich ein Sackbahnhof oder Kopfbahnhof, wie man heute vornehmer sagt. Das ist nachher auch ein bisschen problematisch gewesen, denn man hat nicht richtig überlegt, wie denn die Bahnlinie weitergehen sollte. Also er wollte, dass sie hier so lang geht und da landet, beim Fachhof. Und er hat sich dann so geholfen, dass er hier Schienen legen ließ auf eigene Kosten über die Insel drüber und hat sich Prahme bauen lassen, also Kähne, wo Schienen drauf waren. Dann wurden die Waggons über die beiden Havelarme bis zu seiner Fabrik gelegt. Also der war schon recht findig, der Junge. Hier haben wir also den Potsdamer Bahnhof. Und dann ging es ja noch weiter, eben schon erwähnt, es war erst ein Kopfbahnhof und dann sollte es eben auf der anderen Seite weitergehen. Da hatte man viele Brücken zu bauen, die ja dann auch am Lustgarten vor dem Schloss vorbeiführen sollten. Und als dann 1846 die Bahn nach Magdeburg, die Bahnstrecke, weiter fertig war, waren noch nicht die Brücken fertig und man musste also auf der anderen Uferseite dann mit einem Behelfsbahnhof am Kiewit musste man sich dann abfinden. Hier guckt so ein bisschen die Garnisonkirche vorbei, im Hintergrund, das soll die Heilige Geistkirche sein und die Nikolaikirche stand noch nicht, also jedenfalls nicht die Kuppel. Deswegen ist sie auch nicht mit drauf. Also es war reger Andrang, man musste aber irgendwie über die Havel immer noch kutschiert werden mit herkömmlichen Mitteln. Es ist dann aber eine sehr einträgliche Sache gewesen. Jakobs war derjenige, der die Aktiengesellschaft, ich habe ja auch ein bisschen später angefangen. Und anschließend ist die Pause, die müsste ein bisschen kürzer werden. Die Anlage der Bahn hat unmittelbar auch mit Jakobs zu tun, denn der hat die Aktiengesellschaft gegründet, die dafür nötig war. Ihm wurden auch einige Unregelmäßigkeiten vorgeworfen. Dann hat er wieder eine Spende gemacht. Für die Spende wurde viel Geld wurde investiert in das Krankenhaus Bethanien, was damals im Bau war. Also es gibt immer interessante Querverbindungen. Jetzt komme ich zu seiner Sommerresidenz am Jungfernsee, damit Sie sich etwas orientieren können. Das hier ist das Schloss Cäcilienhof im Neuen Garten in Potsdam. Der Jungfernsee, hier ging die Grenze lang mal mitten im Wasser. Auf der anderen Seite wäre die Berliner Seite und hier unter uns rechts wäre die Kieliger Brücke zu denken. Und hier oben war so ein kleiner Knick und da am Ende, diese Grünfläche hier, ist dann der Garten der Villa Jakobs. Der hat sich also von Persus eine Villa entwerfen lassen und das ist dieses rote Gebäude da oben. Die erste Potsdamer Turmvilla, die Ludwig Persius entworfen hat. Und kein geringerer als Peter Josef Lenné hat die Gartenanlage dazu entworfen. Das war also ein Highlight. Dieses Gebäude ist dann später mehrfach erweitert worden, ist 1891 von Wilhelm Böckmann, einem Architekten, gekauft worden. Er wollte darauf auf dem Grundstück noch andere Häuser errichten. Als das nicht klappte, hat dann Kaiser Wilhelm II. Das Grundstück erworben. Sein Verwandter, Prinz Alexander, wohnte da schon eine Weile da drin und deswegen ist bei vielen diese Villa auch als Villa Alexander bekannt.
Wir sehen hier eine Schätzung, das war im Rahmen der Fürstenabfindung dann die Schätzung des Grundstücks, 21.207 Quadratmeter großes Grundstück mit allen darauf befindlichen Baulichkeiten, darunter eine Pumpstation mit Hochbehälter, ein künstlicher Teich, zwei Fontänen und mehrere Marmorbüsten, insgesamt 1.022.000 Mark wert, also doch schon sehr viel Geld. Diese Villa ist vor nicht allzu langer Zeit, 2007, von dem Architekten-Ehepaar Ludes wieder errichtet worden, nachdem sie in den 80er Jahren nach einem Brand abgerissen worden war. So, nun zur Abgeordnetentätigkeit in Potsdam. Wir sehen seine Fabrikanlage hier nochmal rechts im Bild. Er hat dann als Stadtverordnetenvorsteher 1851 gewirkt und durfte die goldene Amtskette, wie sonst nur der Oberbürgermeister, auch tragen. Und schließlich, dann nachdem er immer wieder bei Ordensverleihung übergangen worden war, obwohl er sehr viel für die arme Bevölkerung gemacht hat, unter anderem hat er für seine Arbeiter schon 1860 eine Rentenkasse eingeführt, also lange vor Bismarck. Da ist er also anlässlich der Königskrönung Wilhelms I. 1861 in den Adelsstand erhoben worden. Das war also jetzt eben Wilhelm und nicht Herr Jakobs. Dann gibt es noch eine interessante Sache, 1848, also kurz bevor er dann in den preußischen Landtag gewählt wurde, ist ja in Potsdam auch Unruhe gewesen, nicht nur in Berlin. Wir sehen so ein paar Bilder davon. Ich muss jetzt mal ein bisschen eilen. Eine interessante Fußnote ist noch, in der Bertini-Straße, übrigens war dieses Gebäude vorher ein Kaffeehaus, das war der erste Italiener in Potsdam im Grunde genommen. Die Bertini-Straße ist nicht nach irgendeinem Baumeister oder Bildhauer benannt, sondern nach diesem Kneiper, der vorher Hofdiener bei dem alten Fritzen war. Und da marschierten immer alle hin ins Grüne. Und wie gesagt, er hatte dann daraus seine Villa gebaut. Und hier an dieser Stelle wohnte ein Herr Dortu, ein Rechtsreferendar, also seine Eltern wohnten da. Und dieser junge Mann, den wir hier sehen, hat zufällig beobachtet, wie drei Söhne von Jakobs mit dem Segelboot kenterten, weil plötzlich eine Orkanböe mit Hagelschlag auftauchte und hat sich in die Fluten gestürzt, hat aber nur einen davon retten können, die beiden anderen Söhne sind ertrunken. Jakobs hat sich aber dann als dieser Max Dortu, weil er sich an den badischen Aufständen beteiligt hat und zum Tode verurteilt wurde, für seine Begnadigung eingesetzt. Übrigens er selbst nicht, also Dortu nicht und auch nicht sein Vater, aber Jakobs, allerdings ohne Erfolg. Jakobs selbst ist dann verstorben, wie jeder von uns irgendwann mal muss. Und den Todeseintrag habe ich also hier gefunden im Stadtarchiv. 1879 ist er verstorben und an der Stelle, wo sich seine Zuckerfabrik einmal befunden hat, sieht es heute so aus. Also für Spaziergänger wird sicherlich schöner, aber an diese alte Heiligengeistkirche erinnert also diese sogenannte Seniorenabschussrampe, so heißt sie jedenfalls in Potsdam, das ist also eine Seniorenresidenz, die also ein bisschen an diesen Turm, den sehr hohen Turm der Heiligengeistkirche, der das Pendant zur Garnisonkirche am anderen Ende der Stadt bilden sollte, bildet. Ich hätte eigentlich noch mehr sagen wollen, aber ich habe gehört, es wird ja noch mal was Schriftliches geben, dann kommt es ausführlicher mit allen Fußnoten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, besten Dank.
Herr Kitschke, für diesen Ausflug in die Potsdamer Geschichte und die politische Kontrahenten von Wirkung. Das ist auch mal ein gutes Kontrastprogramm für uns alle. Und als weiteres Kontrastprogramm habe ich jetzt eine halbe Stunde Pause für uns. Und nach dieser halben Stunde Pause kommen Sie bitte wieder. Ich werde läuten und dann haben wir die beiden Abschlussworte.